Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zur 25. Folge zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. So, in der letzten Folge sind wir wieder mal rausgegangen und haben Greg wieder getroffen. So, und mit dem sollen wir zu einer Höhle gehen, das machen wir später, jetzt gehen wir mal in die Taverne. So, Bauer, Bauer, Bauer. Immer wieder das Ah, da ist Gleiche. der. Das ist, glaube ich, der Wetttrinker. Oh, die haben da wirklich ein HP ausgestellt. Das hätte er auch Orlan, selbst wissen können. wer bist du? Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Wenn du vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch, einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Ein bisschen was von allen. Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Der ist ein Typ mit der Augenklappe. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Okay. Gut, welche Rüstung? Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. War doch seine Entscheidung. Lederrüstung, das ist genau das, was wir haben, gell? Meinst du, schade. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Okay. Was kostet das Zimmer? Was kostet ein Zimmer bei dir? Gib mir 50 Goldmünzen für eine Woche und du kannst dir ein Zimmer aussuchen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Verdammt teuer. Verdammt teuer. Dann musst du es woanders versuchen, mein Freund. Schauen wir mal, vielleicht probieren wir es dann nochmal aus. So. Zeigen wir dir. Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Immer. Da. Waffen, hey. Wie kommt das zu solche Waffen? Gut, da brauche ich nichts. Ring der Verteidigung, Schutz vor Magie, noch. Ledergürtel, haben wir schon. Gut, im Endeffekt hat aber gar nichts. Außer Wasser, was wir vielleicht auch noch brauchen später. Gut, wie läuft die Pinte? Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Wenn er das nicht sieht, Gut. kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So, hast du das irgendwo mal was getan eigentlich? Na? Lehrer, ein Händler. Na, meine Englisch ist ein Händler, aber ist ja wurscht. So, pass auf, dann würde ich mal schnell speichern und jetzt gehen wir uns mein Zimmer. Er musste es ja besser wissen. In Ordnung. Hier hast du die Kohle. Hier ist der Schlüssel. Die Zimmer sind oben, aber mach mir nicht alles dreckig und zahl deine Miete pünktlich, verstanden? Danke. Schauen wir mal rauf. Was ist da? Da lässt sich nichts machen, okay. Das interessiert mich nicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Braucht man womöglich den Schlüssel oder den Zimmerschlüssel, um. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Wacholder, ja. Da müssen wir wahrscheinlich den Wacholder entnehmen und ins Wasser reintun, oder? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Okay, ist zu. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Praktisch, dass es einen Schlüssel für alle Zimmer gibt. Das kann doch nicht wahr sein. Laborwasserflasche, Fischsuppe. Ich bin ganz deiner Meinung. Ah, das ist ja nur Lager. Das okay. Auch immer gesagt. Oh, das ist auch übrig Wasser. Pass auf. Ich hätte das anders gemacht. Wolfsfell? Nehmen wir alles mit. Wieso so irgendwie einen Wert hat, nehmen wir mit. Pass auf. Jetzt gehen wir mal nochmal zu seiner Truhe. Ich schätze mal, dass es seine Truhe ist von den Randolph. Oder den Typen, der was da wettet. Und. Gehen wir mal Wasser da rein. So. Pass auf. Gehen wir wieder runter. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit ihm wetten können. Irgendwann muss das hier so. Nicht, du hast das nicht gewusst. Und glaub ja nicht. Ruka, so heißt das. Hey!
Mehr erfährt ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste. Aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Ich wundere mich aber gar nicht. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Ah, fuck. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Ich bin ganz deiner Meinung. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. So. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Okay. Ist die Truhe da verschlossen? Wahrscheinlich. Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Okay. Wollt's mal probieren? Die Truhe ist auf jeden Fall nicht verschlossen. Aber wie kommen wir zu dieser Truhe ran? Was haben wir da eigentlich? So, Rucker nennt sein kleines Spielchen, wäre den Krug in einem Zug. Kein Interesse. Ich werde ihn jemanden anderen anderes suchen, den er verarschen kann. Okay. Also, trotzdem bleibt die Frage, wie man zu seiner Truhe hinkommt. Ja, wir könnten mal probieren. Das kann doch nicht wahr sein. Den wir mal pennen gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wem das wird alles zu. Kann. Das wird sich nie ändern. Er musste es ja so, mal bis Mitternacht. Schauen wir mal, wie es jetzt unten ausschaut. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Die sind immer unten. Das habe ich früher auch immer gesagt. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Wobei der eine Typ ist weg. Das Gleiche. Von mir erfährt keiner was. Oh. Das ist ihnen scheißegal. War doch seine Entscheidung. Okay. Das ist doch lange bekannt. Das will doch keiner okay. mehr hören. Das probieren wir jetzt aus. So. Jetzt gehen wir wieder mal pennen bis zum nächsten Tag. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Ich habe was anderes gehört. Runter. So, da ist ja wieder der Rucker. Sehr gut. Hey, meinst du mir? Ich habe jemanden. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? Ich gehe jetzt bei volles Risiko. 100. Das höre ich gerne. Ich habe was anderes gehört. Ich nehme deinen Einsatz an mich und verwahre ihn so lange, bis der Wettkampf vorbei ist, klar? Ist fair. Hier hast du meinen Einsatz. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Bin schon unterwegs. Ist doch wahr. So, dann
Gehen wir nur mal schnell zurück. Der Greg ist ja nur doch, ja. Zu Akils Hof. Und den Randolph her. Ich hoffe halt, dass in der Zwischenzeit den Wacholder da wieder in die Truhe kippt. Aber schauen wir mal. So. Und dann hoffe ich... Oh, da ist eine Höhle, die habe ich mal gesehen. Da ist wahrscheinlich nur ein Molerat drin, oder? Zwei Molerat. So viel Zeit muss es sein. Da ist sogar Truhe und ein Lederbeutel. 25 Goldmünzen. Auch gerne gesehen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da braucht man einen Schlüssel. Okay. Auch spannend. Die haben vielleicht die Banditen den Schlüssel. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, aber egal. Egal. So. Randolph. Der müsste da oben sein. Da müsste er sein. Jawohl. So. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Hä? Oh, du bist... Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Mhm. Oh Gott, geht das in der Geschwindigkeit darüber? Das wird dauern. Wie Wetter läuft. Ich sollte... das sollte ich weiter beobachten. Mhm. Gut, dann gehen wir auch schon mal zurück. Und... werden dann einen Cut setzen. Ich hoffe, dass er da so runter geht und jetzt nicht da entlang geht über die Brücke. Sei nicht dumm. Mach kluge Entscheidungen. Mach kluge... Ich hab halt keinen Typen mehr, was für mich die Wette mitmacht. Auf der anderen Seite... Kann man dir vielleicht helfen, die Banditen loszuwerden? Schauen wir mal. War witzig, wenn der da einfach durchgegangen hat und den Banditen das komplett egal wäre. So, was passiert jetzt? Verdammt. Das hast du verdient, Mist. Wir sind beide tot. Alter, wie viele sind denn das bitte? Danke für das Gold, du Held. Okay, gehen wir schon wieder F9 drücken. Okay, wir können das nicht machen, solange... solange da die Banditen sind. Ich kenne sowas. Und das sind richtig viele. Also, da müssen wir sowieso erstmal der Miliz beitreten, bevor wir da irgendwas mit machen können. Okay. Wir lassen das einmal. Und das machen wir später. Es leben zwar die zwei Molerats so wieder, aber ist auch nicht so schlimm. Können wir später auch noch machen. Gut. Aber wir wissen zumindest, wie es geht. Ist doch wahr. Na, mit da drüber. Die Abkürzung nehmen. So. Greg. Bei dir machen wir jetzt dann gleich weiter. Pass auf. Jetzt gehen wir mal zu dieser Anhöhle da. Oh, sonst können wir schon. Aber wo ist er da lang gegangen? Oh, da ist.
Dunkel Hill zum Dunkelfleisch. Ist er da lang? Ich glaube, da ist er lang gegangen, oder? So, genau, da sind die Wölfe. Oh, da. Topfisch und Lurker. Können wir auch gleich probieren. So, das war der erste. Und das war der zweite. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts so, zu holen. So, wir könnten theoretisch die Goblins auch schon mal ausschalten. Wenn wir das wollen. Aber wie will man testen, wie man sie gegen einen Lörker schlagen? Erst soll nur einer daherkommen. So, schauen wir mal. Einer wird gehen. Einer und mit ein bisschen Glück funktioniert. Dann essen wir mal das Brot einmal. Die Sachen, die was nicht so viel. Oder was, wo wir nur eins davon haben. Milch lasse ich, Wasser lasse ich auch noch. Wein fällt über. Okay. So. Speichern. Gut, dann gehen wir gleich zum nächsten Lurker. Oder Blutfliege, je nachdem, was zuerst kommt. Anscheinend die Blutfliege. So, das war die Blutfliege. Außerdem, ich muss wieder mal normal speichern. So, jetzt haben wir selber speichern mit dem Lagerhaus. Das braucht man eh nicht mehr. So, dann zum nächsten Lurker. Boah, na. Ich glaube, auch wenn das 5 Schaden mehr macht, ich werde trotzdem das wieder nehmen. Vor allem haben wir auch da auch Einhandtalent-Bonus und ich glaube, je höher das Talent ist, desto höher ist die Chance, dass wir einen Crit machen oder einen Volltreffer. Und das ist gut. Jetzt machen wir die Dunkelpilze da auch wieder mal. Im Budlerfleisch sowieso auch. Perfekt. Ich habe jetzt F4 gedrückt statt F5, was versehen habe, ist irgendwas kaputt gemacht, ich hoffe nicht. So, da haben wir nur zwei Blutfliegen. Das ist ja mein Schwert, ja. Schaut auf einmal so groß aus. So. Perfekt. Und da ist nur Blutfliege, da haben wir sie auch gleich. Oh, das ist eine kleine Hütte. Da mal ein bisschen aufgeräumt. Was ja auch nicht schlecht ist. So, gehen wir gleich in die Höhle rein. Gehen wir gleich rein. Und dann gehen wir mit dem Greg nochmal dahin. So. So, wer ist der Erste? Du bist der Erste. Nachdem wir so viel schwarze Goblins getötet haben, machen wir bei den normalen Goblins das überhaupt keine Sorgen mehr. So. Gehen wir
Da gleich mal weiter. Oh, da ist. Ein schwarzer Goblin, glaube ich. Ja. Es war ein schwarzer Goblin. Da ist noch einer. Irgendwo ist noch einer, glaube ich. Nichts zu holen. Aber erst mal plündern. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So. Und da hinten geht's noch weit. Noch tief in der Höhle. Oh, und das ist X, okay. Sehr gut. Nur leider haben wir gar keine Spitzhacke. Oh, eine Spruchrolle. Irgendeine besondere? Wahrscheinlich nicht. So, da ist nichts, da ist nichts. Und da ist dieses X. Dann die Spitzhacke wieder, die was wir jetzt von Greg bekommen. So, gut, dann gehen wir da wieder zurück. Wir könnten uns mal ein bisschen hochheilen. Wobei, lassen wir es einmal. Vielleicht. Kommen wir vorher zu einem Bett, wo wir uns hochheilen können. So. Das ist, boah. Muss ich schon ein wenig aufpassen. So. Das war's jetzt aber. Wertvolle Innos-Statue. Okay. Cool. Nichts zu holen. So, da haben wir ein rohes Fleisch. Und da haben wir gebratenes Fleisch. So, und dann ist die Höhle aber leer. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt nur mit Greg. Und dann schauen wir, was da rauskommt und dann werde ich die Folge beenden. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Oh, Heilkraut, nehmen wir mit. Und eine Pflanze nehmen wir natürlich auch mit. So. Die Scavenger, die was da drüben waren, die holen wir uns jetzt. Oh, da hinten ist. Na, die holen wir uns später. So. Weg. Auf geht's. Last Comet. So. Die kleine Hütte da drüben ist auch interessant. Werden wir uns dann auch noch anschauen. So, mein Freund, hier ist die Höhle. Das kennen wir eh schon. Okay. So. Na, das war, glaube ich. Komm ich dann jetzt so nicht runter, okay. Hattet irgendwer was Bogen, die vermisst? Hattet irgendwer Innenstatue mal vermisst sogar? Hä. Okay. Der Mann mit der Augenklappe. Der Kerl will, dass ich in der Höhle nach seinem Kram suche. Er hat es vergraben und die Stelle mit einem Kreuz markiert. Dazu gab er mir eine Hacke. Jetzt muss ich trotzdem nochmal schauen, hat es nicht irgendwo eine Quest gegeben? Da war das mit der Diebesgilde. Aber eine eigene Quest für die Diebesgilde hat es nicht gegeben. Okay. So. Du wartest da? Okay. Kann ich mit dir nochmal reden? Hey, du. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Okay. So. Jetzt ist die Höhle wenigstens schon komplett leer. Dann wollen wir mal.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Cool. Lederbeutel. Bevor es aufmacht, will ich schnell speichern. Ein paar... Es sind nur 25 Gold drin. Nicht viel. Okay. Schauen wir mal. Das ist, was er wirklich vergraben hat. Kriege ich meine Rüstung wieder zurück? Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Es waren 25 Goldstücke drin, hier hast du sie. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht, das würdest du bereuen, klar? Okay, ich hoffe, das ist irgendwo notiert, weil das merkt man niemals. Wo genau hast du nochmal deine Sachen vergraben? Also, auf dem kleinen... Okay. Eine Sache noch. Du besorgst mir erstmal meine vergrabenen Sachen. Okay. Gut, gut, da haben wir einiges jetzt zu tun. Da waren wir dran, glaube ich. Es gibt noch mehr Stellen, an denen er etwas vergraben hat. Erstens, Gott sei Dank, auf der kleinen Insel im See mit den zwei Wasserfällen. Zweitens, oben auf dem Weiderplateau hinterm Bauernhof. Drittens, neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Viertens, in den Talkessel unterhalb der Treppe von den Feldern des Bauern vom Weiderplateau zu denen des Großbauern. Ich soll ihm das vergrabene Kram wieder beschaffen. Er wartet auf mich an der Kreuzung zwischen den Feldern. Okay. Gut. Einiges zu tun. Einiges zu holen. Das werden wir nicht jetzt machen. Das werden wir noch und noch mal machen. Aber ja. Dann würde ich diese Folge jetzt beenden. Ups, was noch vorhin ist. Ich will meine Rüstung aus dem wieder haben. Ja. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.